es ist schon erstaunlich, dass selbst heute in unseren Schulen kaum gelehrt wird, was wir der arabischen Kultur alles zu verdanken haben. Vor knapp 1000 Jahren entsteht eine neue Weltordnung. Der Beginn ist eine erbitterte Schlacht um Jerusalem, bei der Christen gegen Muslime kämpfen. Schon damals verfügen die Muslime über technisches Wissen und handwerkliches Geschick, das dem der Europäer weit überlegen ist. So benutzen sie beispielsweise bereits eine Art Brille. Funktionsfähige Uhren sind Standard. Während der Kreuzzüge betreiben die Christen Industriespionage im großen Stil. Die Kirche sieht in der fortschrittlichen Technik der Muslime nur Teufelswerk. Selbst das medizinische Know-how des Islam ist ihr zuwider. Die Kirchenoberen verstecken und verheimlichen das Wissen über Jahrhunderte. Bis heute. Ein Grund mag darin liegen, dass Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird. Und die Geschichtsschreibung im Mittelalter wurde von Mönchen praktiziert. Mönchen, die in lateinischer Sprache sehr fest verwurzelt in ihrem christlichen Glauben, den Islam als das Feindbild, als den Antichristen wahrnahm. 1187 erreicht der Konflikt zwischen Christen und Muslimen seinen Höhepunkt. Die größte islamische Armee, die es je gegeben hat, trifft Vorbereitungen für ein folgenschweres Ereignis. Die Entscheidungsschlacht gegen die Kreuzritter. Ihr Anführer ist Sultan Saladin, ein sehr fortschrittlicher Herrscher. Er ist überzeugt davon, dass nicht nur Glaube und Kampf zum Sieg führen, sondern auch Taktik und wissenschaftliches Know-how. Damals eine typische Anschauung islamischer Herrscher. Diese neue Religion hat die Wissenschaften gefördert, den Impuls gegeben und einen anderen Menschentypus geschaffen, die zu dieser Kreativität gekommen sind. Ein Schreiner konnte auch Wissenschaftler werden, ein Kameltreiber auch. Die muslimischen Krieger sind siegesgewiss. Der Glaube an ihre Fähigkeiten ist groß. Sie haben genug Selbstbewusstsein, um gegen die geballte Kampfkraft der christlichen Kreuzfahrer anzutreten. Während die Muslime in der Schlacht auf Taktik setzen, vertrauen die Franken, wie die Kreuzfahrer von den Muslimen genannt werden, auf ihre durchstrukturierte Hierarchie und ihren religiösen Fanatismus. Die Ritter drillen die Soldaten zu unbedingtem Siegeswillen und erbarmungslosem Kampf. Was machst du? Du Idiot! Ich zeig dir, wie das geht! Diese harte Haltung hat ihnen zur Herrschaft über Jerusalem verholfen. Seit knapp 100 Jahren besetzen sie die heilige Stadt. Jerusalem ist sowohl für Muslime als auch für Christen heilig. Das berühmteste islamische Buch, der Koran, berichtet, dass der Prophet Mohammed von Jerusalem aus in den Himmel gefahren ist. In der Bibel der Christen wiederum steht, dass in der Stadt der Prophet Jesus verhaftet, gekreuzigt und beerdigt wurde. Die religiöse Verbundenheit der beiden Kriegsgegner mit der heiligen Stadt führt dazu, dass Jerusalem über Jahrhunderte nicht zur Ruhe kommt. Anfang Juli 1187 treffen zwei riesige Armeen aufeinander. Während die Franken vor der Burg Sephoris lagern, besetzen die Muslime bei Tiberias den Zugang zum See Genezareth. Bei Hattin zwischen den beiden Lagern gelegen, kommt es zur Entscheidungsschlacht. Während die Soldaten zum Kampf rüsten, arbeiten muslimische Wissenschaftler weiter an ihrem technischen Vorsprung gegenüber den Franken. Ich bin Ibn el-Attir, Lehrling von Meister Bahadin, dem größten muslimischen Wissenschaftler unserer Zeit. Ich muss wissen, was in der Truhe ist. Ich will es wissen. Jetzt, wo der Meister nicht da ist, kann ich vielleicht einen Blick reinwerfen. Geduld, mein Lieber. Oh. Er ist ja doch da. Er erklärt mir, dass ich die Truhe nicht öffnen kann, auch nicht mit einem Schlüssel. Sie ist mit einem neuartigen Schloss gesichert, das nur derjenige öffnen kann, der die kleinen Hebel in die richtige Stellung dreht. Ich verstehe nicht ganz. Was für einen Sinn hat die Vorrichtung? Schon im 12. Jahrhundert entwickelt der muslimische Wissenschaftler Al-Ghazali mehrere mechanische Geräte, darunter das erste Tresorschloss der Welt. Vier Kombinationsschlösser mit je 12 Buchstaben versehen, sichern den Inhalt eines Behälters vor unerlaubtem Zugriff. Dieses Schloss
kann auf eine Truhe gesetzt werden und die Truhe kann somit verschlossen werden. Das Schloss ist rekonstruiert worden nach einer Handschrift, die um 1200 entstanden ist. Und man braucht also für dieses Schloss keinen Schlüssel. Man muss sich nur die Kombination merken. Wenn man die richtige Kombination gefunden hat, liegen die Nuten des Zylinders übereinander und die Sicherungsstifte können in die Nut einfahren, sodass sich der Deckel öffnen lässt. Man kann ihn dann also wieder von der Truhe abnehmen. Ah, so also funktioniert das Schloss. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meister Bahadin zeigt mir nun, was sich in der Truhe befindet. Ein Buch? Ich frage ihn, warum es so wertvoll ist, dass es so aufwendig verwahrt werden muss. Es ist der große Schatz des Islam, das Buch des Wissens. Schau her. Er erklärt mir, dass in dem Buch das gesammelte Wissen der muslimischen Kultur geschrieben steht. Wird uns zum Sieg verhelfen. Unter anderem herausragende Erfindungen islamischer Gelehrter, die noch nie jemand gesehen hat. Was den Wissenschaften förderlich war, was wir heute als Wissenschaften verstehen, ist, dass man die Wissenschaften benutzt hat. Und zwar, um dem Islam zu größerer Geltung zu verhelfen, um den muslimischen Glauben richtig auszuleben. Dieser missionarische Eifer lässt muslimische Techniker unter anderem genaue Zeitmesser entwickeln. Ein Beispiel ist die von Al-Ghazari gebaute Becheruhr aus dem 12. Jahrhundert. Eine Weiterentwicklung der bereits bekannten Sanduhren. Anstelle von Sand fließt Wasser aus dem oberen Behälter in den unteren. In dem oberen Behälter befindet sich ein Schwimmer, der bei Absinken des Wasserpegels eine Schnur- und Räderkonstruktion in Gang setzt. Diese Konstruktion bewegt den Schreiber, der auf der gravierten Platte anzeigt, wie viel Zeit seit dem Starten der Uhr vergangen. Nicht nur auf dem Gebiet der Mechanik erweisen sich islamische Forscher als Vorreiter ihrer Zunft. Meister Bahadin hat mich erwählt, sein Gehilfe und vielleicht später sein Nachfolger zu werden. Doch dafür muss ich noch sehr viel über die Leistungen unserer Vorfahren lernen. Was ist das für ein Stein? So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Meister erklärt mir, dass es geschliffenes Glas ist. Es verbessert die Sehkraft seiner Augen. Ich erfahre, dass schon die Griechen vor vielen hundert Jahren studiert haben, wie die Augen funktionieren. Wussten, wie ein Auge aufgebaut.